Ganz herzlich begrüße ich Sie zum letzten Video im Jahr 2022. Ich heiße Franz Josef Stoiber. Heute spreche ich wieder über Orgelspiel im Gottesdienst und möchte hier die Ouvertürenform vorstellen als sehr gute Möglichkeit, einen Gottesdienst zu eröffnen. Sie haben ja jetzt zu Beginn in der einleitenden Improvisation eine Ouvertüre gehört, ein Plein-Jeu im altfranzösischen Stil mit Cantus firmus im Tenor mit dem Pedal gespielt. Eine ganz spezielle Form, sehr festlich, sehr feierlich. Da kommen wir dann vielleicht im nächsten Jahr drauf zu sprechen, auf die Formen der sogenannten französischen Suite im alten Stil. Heute möchte ich wieder auf der Grundlage Ihres vierstimmigen Satzes ein Modell entwickeln durch Figuration, durch punktierten Rhythmus, durch Manualwechsel, Tutti, Solo und so ein festliches Einzugsspiel zum Gottesdienst ermöglichen. Wir gehen wieder vom vierstimmigen Liedsatz aus, den Sie entweder vor sich liegen haben aus dem Orgelbuch oder den Sie sich selber erarbeiten. Und zwar nehmen wir das Lied Macht hoch die Tür, das ja sehr gut geeignet ist, jetzt im Advent den Gottesdienst zu eröffnen. Vielleicht noch zwei Anmerkungen zu meinem Satz. Darüber werden wir in einem späteren Video darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja bisher unsere Sätze harmonisiert, überwiegend mit Quintpendel und Kadenz. Das geht ja wunderbar. Es gibt noch einen anderen Zugang zum Harmonisieren, und zwar der sogenannte Dezimensatz. Den gibt es schon im alten Stil und ist besonders geeignet dann im romantischen Stil, also in einem Stil des 19. Jahrhunderts, Sätze harmonisch zu entwickeln, zu führen. Und der Dezimensatz beruht darauf, dass sich die Außenstimmen überwiegend in Dezimen bewegen. Dadurch bekommen wir einen sehr kantablen Satz. Ich kann das mal andeuten jetzt, so macht hoch die Tür. Zu Beginn geht der Bass mit in der Unterdezime zum Sopran. Wir haben das S im Bass. Die Dezime ist nichts anderes als eine Terz plus Oktave. Also hier im Grunde jetzt in Terzen in den Außenstimmen. Selbstverständlich in der Kadenz brechen wir dann den Dezimensatz ab und spielen dann eine Kadenz. Hier einen Halbschluss in S. Wir bleiben auf der fünften Stufe stehen. Dann der Beginn der nächsten Phrase bewegt sich wieder in Dezimen. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung hin zur Kadenz. Das nochmal im Zusammenhang und hänge den nächsten Abschnitt dran. Hinein. Dann ist die Kadenz 4, 5, 1, 2, 5, 1. Der folgende Abschnitt ist ähnlich gestaltet. Dann wieder Pendelharmonik, jetzt für den Mittelteil. Unterquintpendel in weiter Lage. Jetzt die Kadenz im Dezimensatz. Jetzt
das Pendel, Quintpendel in Moll als harmonische Abwechslung. Kadenz, hier ein Halbschluss in F-Moll. Und der Schluss. Entwickeln wir aus diesem vierstimmigen Satz eine Ouvertüre, einen Ouvertürentypus. Typisch für eine Ouvertüre, speziell für die französische Ouvertüre, sind punktierte Rhythmen, also punktierte Achtel und Sechzehntel, dann Nebennoten zur Verzierung, dann auch typisch dieser Wechsel von Tutti und Solo. Sie können also da vom Hauptwerk wechseln mit dem Rückpositiv, dem Oberwerk oder dem Schwellwerk, je nachdem, was Sie zur Verfügung haben. Und natürlich eine entsprechend auch festliche Registrierung. Ich denke, ich kenne natürlich, dass man in der Adventszeit die Orgel hier gedämpft halten soll, aber ich denke, zu einem Vorspiel zu Macht hoch die Tür, da darf man auch festlich spielen, sonst geht doch die Tür gar nicht auf. Nun schauen Sie, der Satz heißt. Es wird daraus. Also zum Beispiel hier Durchgang mit punktierten Rhythmus. Jetzt, wenn Sie eine Linie haben, können Sie sehr schön mit abspringenden Nebennoten das dann gestalten. Und auflockern. Wichtig ist auch, dass Sie die Mittelstimmen immer wieder Pausen einbringen und da vielleicht dann punktiert einsetzen. Dann im zweiten Takt auch mal austerzen. Dann muss der punktierte Rhythmus natürlich nicht nur in der Oberstimme sein. Im Gegenteil, der darf gern auch mal in Unterstimmen auftauchen, wie hier im Tenor. Dann nach dem ersten Manualwechsel würde ich dann machen im zweiten großen Abschnitt, der nach B-Dur in die Oberquint moduliert. Und hier gehen wir dann auf das zweite Manual. Dann gern auch mal nur dreistimmig spielen. Lassen Sie da eine Mittelstimme weg. Was Sie nicht weglassen dürfen, ist der Bass. Die Bassstimme, die Sie gegebenenfalls auch eine Oktave höher mit der linken Hand greifen. Wie hier in dem Abschnitt. Und jetzt nur dreistimmig. Dann wieder Plenum, wie jetzt der punktierte Rhythmus mal im Pedal. Mit dem Sopran. Manualita. Jetzt, wenn es Manualita ist, könnten wir den Bass etwas mehr auszieren. Dann auch interessant für seine Ouvertüre sind Läufe. Hier haben wir ja den Quintsprung. Einmal auch die Melodievorlage verlassen, behalten Sie die Akkorde bei, aber lassen Sie mal den Sopran eine neue Stimme entwickeln. Das gibt eine sehr schöne Abwechslung. Ich spiele das nochmal an. Schluss wieder mit Nebennoten. Das ist
kein Ding der Unmöglichkeit. Im Gegenteil, es ist das Sicherheitsnetz ist Ihr vierstimmiger Satz und den enfigurieren Sie entsprechend. Wichtig, also nochmal punktierte Rhythmen, Nebennoten. Diese Dinge nicht nur in der Melodie, sondern eben auch in den Mittelstimmen. Das in Mittelstimmen machen und dann ein Wechsel zwischen Tutti und Solo, also zwischen Hauptwerk und einem Nebenwerk, Rückpositiv, Oberwerk, Schwellwerk, was Sie haben. Und natürlich insgesamt doch eine festliche Registrierung. Ich spiele das jetzt nochmal im Zusammenhang. Diese adventliche Ouvertüre macht hoch die Tür. Ich empfehle Ihnen das auch natürlich mit anderen Liedern auszuprobieren, vor allem auch mit Liedern, die Sie im Gotteslob finden zum Einzug, Morgenlieder. Hier können Sie wieder alle Lieder nehmen, die Sie eben zum Einzug brauchen. Und wie schon öfters angedeutet, übertreiben Sie nicht bei der Figuration, da ist weniger mehr. Schreiben Sie auch mal eine figurierte Passage auf. Auch das kann Ihnen helfen, wenn Sie das zwei, dreimal machen, dass Ihnen das dann immer leichter von der Hand geht. Und wie gesagt, bleiben Sie auch am Konzept Ihres vierstimmigen Satzes, gerade auch am harmonischen Konzept Ihres vierstimmigen Satzes, damit Sie das dann als sicheres Netz haben bei Ihren Figurationen. Ja, nun wünsche ich nochmal viel Freude und bleiben Sie dran. Der Erfolg wird sich sehr bald einstellen. Wie schon im letzten Video angedeutet, sende ich Ihnen auf Mail-Anfrage die Notenbeispiele 2022, die Notenbeispiele aller Videos, gerne gegen eine kleine Gebühr als PDF zu. Nun wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Rest-Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest mit inspirierter Musik und alles Gute für 2023. Bleiben Sie bei der Orgel, es ist ein wunderbares Instrument. Ich werde jetzt abschließend eine Improvisation spielen, auch eine Ouvertüre, und zwar in der Gestalt, wie es Bach oft gemacht hat. Natürlich ist das das große Vorbild. Bach hat das oft probiert und gemacht in seinen Kantatensätzen. Zu Beginn eine Ouvertüre im französischen Stil und dann zitiert er in großen Notenwerten den Cantus Firmus. Das werde ich machen in der abschließenden Improvisation zu Nun kommt der Heidenheiland.